Hallihallo und herzlich willkommen in Kubis Welt und zu einem neuen Video von uns. Die Temperaturen werden ja immer höher und sie waren ja dieses Jahr auch schon relativ hoch und der Sommer naht. Was für uns Menschen natürlich sehr schön ist, wir genießen das Wetter, wir wollen uns in der Sonne sonnen und genießen die warmen Temperaturen. Aber für unsere kleinen Vierbeiner können die Warmtemperaturen leider nicht so schön werden, sogar auch sehr gefährlich werden. Warum, wieso, weshalb und die besten Tipps dagegen erfahrt ihr in diesem Video. Also seid gespannt. Falls euch unsere Videos gefallen, dann abonniert uns doch gern, das würde uns sehr freuen. Und dann sage ich viel Spaß bei diesem Video. Kommen wir zur wichtigsten Frage, die wir auch sofort am Anfang klären. Warum sind heiße Temperaturen für unsere Hunde eigentlich gefährlich? Hunde sind nämlich sehr hitzeempfindlich und reduzieren schon bei 22 bis zu 25 Grad ihre körperlichen Aktivitäten und suchen freie Schattenplätze oder kalte Böden. Kobi legt sich deswegen sehr gerne bei uns im Badezimmer hin. Da sind nämlich Fliesen und die sind ja relativ kühl und dann legt er sich da immer sehr gerne bei wärmeren Temperaturen hin. Anders als wir Menschen schwitzen Hunde nicht, da sie nämlich eine sehr geringe Anzahl an Schweißdrüsen an ihrer Nase und an ihren Pfoten haben. Hunde regulieren dabei ihre Körpertemperatur mittels Hecheln. Dabei wird ihre angesammelte Körperwärme direkt nach außen abgegeben. Ab 28 bis zu 30 Grad reicht dann das Hecheln nicht mehr, sodass dann die Körpertemperatur steigt. Und das kann dann zum Beispiel zum Hitzeschlag oder sogar zum Tod führen. Und was ihr jetzt alles dagegen machen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Geht mit euren kleinen Stinker doch einfach an den See oder ans Meer, um zum Beispiel ein bisschen zu baden. Ihr könnt auch schöne Wasserspiele dort veranstalten. Es gibt nämlich auch so Wasserspielzeuge extra, die ihr ins Wasser reinwerfen könnt, dass euer Hund versucht, die dann wieder zu fangen. Oder ein kleiner Bach würde es auch tun, damit euer Hund sich ein bisschen abkühlen kann. Wir gehen sehr gerne an den See, wenn gutes Wetter ist. Letztes Jahr hat sich Kobi noch nicht so ganz ins Wasser getraut, aber dieses Jahr ist es schon ein bisschen mehr geworden, was wir relativ gut finden, weil wir wollen unbedingt, dass Kobi keine Scheu vom Wasser hat. Deswegen würde ich euch auch empfehlen, frühzeitig mit dem Thema Wasser mit eurem Hund anzufangen. Nicht, dass der halt wasserscheu wird. Und habt ihr einen Garten, dann könnt ihr auch einen kleinen Planschbecken für euren Hund aufbauen. Es gibt auch schon günstige zu kaufen oder ihr versucht es irgendwie selber, ist auch leicht gemacht. Ihr könnt zum Beispiel einen großen Eimer nehmen und da ein bisschen Wasser reinfüllen und das würde euren Hund wahrscheinlich auch sehr freuen. Dann kann er sich ein bisschen abkühlen. Hat euer Hund keine Scheu vom Wasser, dann könnt ihr auch so Wasserschlachten veranstalten, indem ihr zum Beispiel ihn mit einem Wasserschlauch abspritzt oder dass euer Hund versucht, die Wasserspritzer zu fangen. Das ist natürlich auch witzig und euer Hund wird dadurch abgekühlt. Fangt dann aber mit dem Abspritzen bei den Gliedmaßen an, das ist nochmal ganz wichtig. Selbstgemachtes Hundeeis schafft Abkühlung von innen nach außen. Darauf könnt ihr euch dann nächste Woche auf ein neues Video freuen, denn da machen wir nämlich Hundeeis. Also seid gespannt und guckt euch das unbedingt an. Schütze deinen Hund vor direkten Sonneneinstrahlungen, zum Beispiel mit einem Sonnenschirm oder ein schattiges Plätzchen. Vermeidet dann auf jeden Fall, wenn ihr spazieren geht mit eurem Hund, dass die Sonne direkt drauf scheint. Deswegen geht am besten im Wald spazieren oder in einem Park. Da müsst ihr natürlich dann aber auch wieder auf die Zecken achten. Da haben wir auch mal ein separates Video gedreht, was ihr beachten solltet gegen Zecken. Das verlinke ich euch mal gerne hier oben, könnt ihr euch mal gerne anschauen. Wir haben uns ja dafür entschieden, Kokosöl zu nehmen und bis jetzt hat Kobi seitdem keine einzige Zecke, riecht ganz angenehm nach Kokosnuss und können wir deswegen nur empfehlen. Also schaut euch das Video an, vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Beim Gassigehen geht ihr am besten dort, wo viel Gras ist, wo viel Schatten ist. Dazu bietet sich, wie eben schon gesagt, nochmal der Park an oder zum Beispiel Wälder. Das schützt nämlich auch gut eure Pfoten, also die Pfoten von eurem Hund. Denn der Asphalt wird nämlich sehr heiß und das kann nämlich an den Pfoten sehr schmerzhaft für die Hunde werden. Deswegen solltet ihr Asphalt und allgemein so die Straßen versuchen, so gut wie es geht, zu vermeiden. Ganz wichtig, stellt euren Hund immer ausreichend frisches Wasser hin. Er sollte immer nämlich zu jeder Zeit trinken können. Wie vorhin schon gesagt, eure Hunde schwitzen ja nicht und deswegen hecheln sie ja. Und dabei verlieren sie sehr viel Wasser und durch die Wasseraufnahme gleicht sich das dann wieder aus. Geht am besten morgens und abends die großen Runden mit eurem Hund. So vermeidet ihr nämlich die Mittagshitze, die ja meistens am schlimmsten ist. So zu Mittag solltet ihr dann immer kleine Runden gehen und wie gesagt dann schattige Plätze aussuchen. Bei der Mittagshitze solltet ihr dann, wenn ihr raus müsst mit eurem Hund, nur kleinere Runden gehen und wie gesagt dann schattige Plätze aussuchen.
und die Mittagshitze eignet sich dann allgemein für ein schönes Nickerchen mit eurem Hund. Lasst auf keinen Fall euren Hund im Auto zurück. Also macht das auf gar keinen Fall. Das kann wirklich bis zum Tod führen, denn die Innentemperaturen im Auto steigen bis zu 50 Grad. Falls ihr irgendwo auf dem Parkplatz, zum Beispiel auf dem Supermarkt, einen Hund im Auto seht, dann geht erstmal zur Kasse, lasst das Kennzeichen aufrufen. Falls dann keiner kommt, könnt ihr sogar und müsst ihr sogar die Polizei anrufen. Falls ihr auch sogar merkt, dass der Hund im Auto fast umkippt und ihr denkt, dass der jeden Moment auch sterben könnte, dürft ihr auch sogar die Scheibe einschlagen. Also vermeidet das auf jeden Fall. Dann lasst euren Hund doch einfach zu Hause die paar Stunden. Es gibt nämlich zu Hause auf jeden Fall irgendeinen Raum, der mindestens kühl genug ist. Dann lasst doch euren Hund einfach da. Der hat dann einen gekühlten Raum mit Wasser vielleicht auch noch. Dann ist er halt nicht so gequält im Auto bei solchen Temperaturen. Da hilft auch nicht, wenn man ein bisschen Fenster aufmacht. Falls ihr einen Hund habt mit etwas längerem Fell und etwas dickerem Fell, dann verpasst euren Hund doch einen schönen kurzen Sommerschnitt. Kobi hat ja auch etwas dickeres Fell und auch etwas längeres Fell, würde ich schon behaupten. Und also wir rasieren ihn ja jetzt auch immer oder wir haben ihn ja auch schon mal sein Fell geschnitten. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gedreht, das verlinken wir euch mal gern hier oben. Könnt ihr euch mal anschauen und wir sind da auch hier regelmäßig dran, ihn zu schneiden, weil wir auch einfach merken, dass es für ihn noch angenehmer ist, weniger Haarpracht mit sich rumzutragen. Bürstet zudem das Fell eures Hundes immer regelmäßig. Umso mehr Luft an die Haut kommt, ist es immer besser. Dadurch dünnt ihr auch das Fell gleichzeitig ein bisschen aus und das ist auch wiederum sehr gut. Gebt deinem Hund kleinere Futterrationen. Diese strengen seinen Körper nämlich weniger an. Also nicht drei große geben, sondern 5 kleine Futterrationen. Also wir gehen Kobi immer zum Beispiel so gegen 9, 13 und 18 Uhr immer so sein Essen. Und wenn wir jetzt kleinere Futterrationen geben, dann geben wir ihm natürlich auch dann zu anderen Zeiten sein Essen. Müsst ihr dann halt ein bisschen abwiegen. Manche Geschirre, Heizbänder oder Heiztücher lassen sich auch einfach befeuchten. Diese könnt ihr dann einfach, befeuchtet euren Hund anlegen und das kühlt dann euren Hund auch nochmal ein bisschen. Das ist auch relativ cool. Wir haben ja das Curly-Geschirr, sind mit dem ja auch sehr zufrieden. Den Link findet ihr unten in der Infobeschreibung, falls ihr euch das auch angucken möchtet. Das lässt sich nämlich auch extra befeuchten. Also das stand extra in der Beschreibung drin. Und das werden wir, weil wir das ja auch erst seit kurzem haben, dieses Jahr auf jeden Fall ausprobieren. Was auch eine gute Alternative zu dem ist, wenn ihr zum Beispiel euch ein Geschirrhandtuch nehmt oder ein anderes Handtuch, was ihr dann einfach feucht macht und dann auf euren Hund so drauflegt. Das kühlt ihn dann auch nochmal ein bisschen. Und als letzten Tipp gibt es dann auch solche Kühlmatten, die ihr dann zum Beispiel auch sehr gut in der Wohnung benutzen könnt, falls ihr irgendwie keinen Balkon habt oder keinen Garten, um irgendwie ein Planschbecken aufzubauen oder so. Dann sind die Kühlmatten auch relativ cool. Gibt es ihn auch in verschiedenen Größen. Gibt es auch eigentlich überall zu kaufen. Und ja, die legt ihr dann einfach hin. Euer Hund legt sich drauf und wird dadurch auch nochmal ein bisschen gekühlt. Nur das Witzige ist, dass Kobi sich irgendwie nicht drauflegt. Also ich glaube, vielleicht zweimal hat er sich bis jetzt draufgelegt oder so. Vielleicht macht er das ja dieses Jahr. Mal gucken. So, das war's jetzt mit diesem Video. Wir hoffen, dass euch die Tipps geholfen haben. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Und Kobi würde sich auch gern verabschieden, wenn er nicht hier schon die ganze Zeit schlafen würde.